Herr Dr. Krings, Ende November in Düsseldorf, da geht es dann auf dem GFO-Jahreskongress wieder um Organisation und Management. Was ist denn aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung, vor der Unternehmen aktuell stehen? Eine, ganz viele, um es mit dem Bild des Geisterfahrers zu sagen. Aus meiner Beratungserfahrung denke ich, dass man es nicht über alle Branchen einheitlich sagen kann, aber es gibt ein paar wesentliche Herausforderungen, die eigentlich fast alle Unternehmen haben, um sie auf die Marktanforderungen heutzutage auszurichten. Das eine ist natürlich das Thema Innovationsfähigkeit, wirklich Vorsprung am Markt zu haben. Das zweite ist wirklich effiziente Prozesse zu implementieren, diese Qualität, die man dem Kunden versprochen hat, auch liefern können. Das dritte ist zu sagen, darauf zu achten, dass ich die entsprechenden Mitarbeiterkompetenzen aufbaue, pflege, halte. Insbesondere auch das Thema Retention ist natürlich ein wesentliches Thema, aber auch, wie kann ich die Mitarbeiterkompetenzen bestmöglich ausnutzen. Und es gibt natürlich auch eine Menge von technologischen Fragen, also wie kann ich über IT-Anwendungen meine Prozesse und die Arbeitsformen der Mitarbeiter unterstützen. Insofern ein bunter Strauß von Herausforderungen, die Unternehmen heute haben und von denen ich glaube, dass sie die meisten haben, unabhängig von Branchen und auch von Unternehmensgröße. Innovation oder auch IT, neue Technik, da klingt schon durch, das sind auch Veränderungsprozesse. Wie lassen sich diese denn im Unternehmen letztlich dann erfolgreich umsetzen? Ja, es klingt ja immer so einfach nach dem Motto, mit klaren Zielen fängt es an. Häufig ist das schon das Problem, dass man sich über die Ziele, über deren Abbildung in der, und auch Verankerung in der Strategie zu wenig Gedanken gemacht hat oder dass diese Ziele zu häufig ändern. Der zweite Schritt ist, denke ich, die Mitarbeiter in angemessener Form zu beteiligen. Das heißt, genau die Leute, die ich in den spezifischen Rollen brauche, auch in ihrer Verantwortung zu beteiligen, aber dafür auch vorzubereiten, sich also auch die Zeit zu nehmen, diesen Veränderungsprozess in Gang zu setzen. Das dritte ist, dass ich dann sehr, sehr viel Transparenz und auch dialogische Kommunikation in diesem Veränderungsprozess brauche. Und last but not least brauche ich für einen erfolgreichen Veränderungsprozess, und das ist fast die schwerste Herausforderung, eigentlich ein durchgängiges Commitment über alle Führungsebenen. Das ist leichter gesagt als getan. Hier müssen wirklich alle an einem Strang ziehen, das heißt vorleben, die Dinge wirklich so entscheiden, wie es auch konsequent zu den Zielen passt und auch genauso handeln. Das tun, was man sagt, ist manchmal gar nicht so einfach. Da haben Sie jetzt ja schon ganz schön viel fachliches Know-how mitgeliefert, fachliche Inputs uns gegeben. Das ist ein Themenbereich. Auf dem GFO-Jahreskongress wird ja noch ein bisschen mehr passieren. Sie sind der Moderator. Geben Sie uns doch einen kleinen Überblick. Was passiert alles? Ja, das ist, wie jedes Jahr haben wir von der GFO den Anspruch, ein sehr breites Spektrum an Trends und Erfahrungen anderer Unternehmen gewissermaßen als Angebot zu platzieren. Sie können natürlich auch als Teilnehmer noch Workshops buchen. Die Workshops sind diesmal sehr stark im Themenbereich Prozessmanagement, wie ich gutes Prozessmanagement mache. Aber die Gesamtveranstaltung bietet sehr viel mehr Themenbreite und sie bietet vor allen Dingen auch die Möglichkeit, wirklich Erfahrungsaustausch zu machen, neue Menschen kennenzulernen, die mit ähnlichen Problemen unterwegs sind. Und insofern denke ich, wenn ich jetzt sage, was sind da sonst noch für Themen, dann ist es das Thema natürlich neue Arbeitsformen. Auch wie können diese neuen Arbeitsformen unterstützt werden? Das Hype-Thema Collaboration, wie kann ich das alles sehr gut auch IT-mäßig unterstützen? Es sind aber auch Themen wie, wie kann ich Selbstorganisationsmechanismen oder auch Mechanismen der kollektiven Intelligenz für eine Wandlungsfähigkeit im Unternehmen nutzen? Da denke ich, sind sehr viele Anregungen dabei, wie man den eigenen Veränderungsprozess vielleicht anders gestalten kann, als man es bislang getan hätte. Herr Dr. Krings, vielen Dank für den Ausblick und vielen Dank fürs Gespräch. Bitteschön.